In die leicht gefettete Ofenhexe geben wir jetzt unsere bereits kalten Nudeln. In den Macaroni-Auflauf schneiden wir ein paar Schinkenwürfel. Ich habe hier jetzt 100 Gramm. Wer mehr mag, nimmt mehr. Für 500 Gramm Macaroni, denke ich, wird das reichen. Verteilen wir den Schinken darauf. Also 100 Gramm ist doch relativ wenig. 200 Gramm dürfen das ruhig sein. Jetzt richten wir uns die Soße für den Auflauf, für den Macaroni-Auflauf. Dazu nehmen wir 300 Milliliter Milch und ein Päckchen Sahne, also 200 Gramm. Und schlagen da 6 Eier rein. Das Ganze würzen wir mit Salz, Pfeffer aus der Mühle, scharfen Paprika und Muskatnuss. Nehmen noch etwas Cayennepfeffer dazu. Darauf verteilen wir unsere Milch-Sahne-Gemisch. Drauf die Mozzarella. Die Nudeln, die so hoch stehen, die verbrennen ganz gerne oder werden zu knusprig. So drücke ich die noch so ein bisschen in die Soße. So sollte es passen. So geben wir es jetzt in den kalten Backofen und heizen den hoch auf 220 Grad. Und decken ihn mit dem Zauberstein als Deckel ab. Nach ca. 15 Minuten nehmen wir den Zauberstein von der Ofenhexe und lassen ihn noch, bis er schön braun ist oder ein bisschen knusprig ist, weiter im Ofen. So, nach weiteren 30 Minuten sieht unser Auflauf jetzt so aus. Jetzt lassen wir ihn noch ein bisschen stehen, dass es nicht ganz so heiß ist. Da zieht auch noch mal die Soße ein bisschen an und festigt sich etwas mehr, und dann werden wir einen Teller richten.